Willkommen zurück zu meinem Let's Play von Mod in the Orient Express. Das habe ich zum ersten Mal gesagt. Wuhu! Gut, wir haben Greta Olsen getroffen und dadurch, dass ich sie nicht abschütteln kann, muss ich sie halt mitnehmen zum Zug. Kann man nichts machen. Aber jetzt endlich ins Zuggebäude gehen. Jetzt kann mich keiner mehr aufhalten. Hector, achten Sie darauf, dass die Statue vor der Abfahrt sicher verstaut. Außer die beiden Idioten. Ja, Mr. Ratchet. An wen verkaufen die diese Keramiken? Touristen, nehme ich an. Na gut, wenigstens sieht der Staub authentisch aus. Entschuldigen Sie uns bitte. Na hallo. Hä? Bitte uns nicht aufzuhalten. Der Zug wird ohne mich abfahren. Französin, oder? Reisen Sie mit uns heute Abend? Der Tonfall gefällt mir nicht. Flirtet der mit mir? Ja, würden Sie uns bitte entschuldigen? Wozu die Eile? Wir haben viel Zeit. Gemeinsame Reisende und so weiter. Viel Zeit, um sich kennenzulernen. Er flirtet wirklich mit mir. Ich muss doch bitten. Lassen Sie uns vorbei. Bitten Sie ruhig weiter. Dieser stürmische Blick gefällt mir. Mr. Ratchet. Hat da was gequiet? Wenn Sie uns nicht sofort vorbeilassen, sorge ich dafür, dass Sie nie wieder mit dieser Eisenbahn reisen. Ich glaube zwar nicht, dass Sie das schaffen würden, aber wir können unser Gespräch ja später fortführen. Nein. Nein. Dazu habe ich wirklich keine Lust. Zum Bahnhof von Siakechi. Boah. Na toll. Erst hält uns Gott und die Welt auf, dann werden wir angepackt von so einem alten Sack. Das beginnt ja richtig gut. Und Monsieur Hercule Poirot rennt immer von uns weg. Also so hässlich können wir gar nicht sein, wenn wir angebaggert werden. Ich glaube, der ist einfach taub. Na egal, wir sind jetzt im Bahnhofsgebäude, der Zug wird schon nicht ohne uns abfahren. Jetzt müsste es eigentlich passen. Ich rufe gar nicht mehr nach ihm, es bringt sich eh nichts. Der rennt ja eh nur weg, also schweigend nachgehen und hoffen, dass wir ihn erwischen. Jetzt. Jetzt nicht, wenn alles vorbei ist. Wenn wir es hinter uns haben, ha? Dann. Na, worauf warten Sie? Lassen Sie sich durch uns nicht aufhalten. Okay. Das war jetzt eigenartig. Na egal, wir sind gleich am Bahnhof. Gut. Die Fahrkarte bitte. Ohne Fahrkarte darf niemand einsteigen. Unnötiger Spruch. Ich muss nach meinen Sachen sehen. Alles, es geht verloren. Ja, wir sind's los. Ah, oh, wir sind's los. Sehr gut. Puh. Endlich. Und da ist Monsieur Poirot. Ah, oh, okay, alles wird wieder gut. Geschafft. Aber ich muss heute Abend nach London. Oh, oh. Es ist von größter Wichtigkeit. Mein Freund Monsieur Bouce, Direktor der Eisenbahn, hat mir ein Abteil im Kurswagen Calais zugesichert. Tut mir leid, Monsieur. Es ist unglaublich. Es ist Nebensaison, doch alle Welt will heute Abend fahren. Es ist kein einziges Abteil frei. Das ist nicht gut. Pardon, Monsieur. Ich bin Antoinette Marceau vom Istanbuler Büro. Geht es Ihnen gut, Mademoiselle Marceau? Sie sind ganz errötet und außer Atem. Mir geht es bestens. Es war etwas schwierig, den Zug zu erreichen. Mhm. Aber er steht doch noch. Mademoiselle, sagen Sie bitte dem Herrn, dass der Kurswagen Calais voll ist. Warum soll ich das erledigen? Hallo, dafür bist du zuständig. Ich arbeite für Ihren Freund, Monsieur Bouce. Ah, natürlich. Und er gab Ihnen vermutlich eine genaue Beschreibung von mir. Ich hätte sie sowieso erkannt. Das Verbrechen ist meine Leidenschaft. Darüber zu lesen, hoffe ich. Nicht zu begehen. Oh nein, darüber zu lesen. Das Sammeln von Hinweisen, das Befragen der Verdächtigen. Also das, was die Amerikaner Beinarbeit nennen. Ich glaube, es heißt Laufarbeit, Monsieur. Wie Sie meinen. Ich bevorzuge die Ermittlungsarbeit, die hier stattfindet, in den kleinen grauen Zellen. In meinem Tagebuch habe ich viele Berichte über Ihre Fälle. Das geheimnisvolle Verbrechen in Stark. Gelesen. Der Tod des Unternehmers Roger Edwards. Gelesen. Der Mord an Lord Edgeworth. Nicht gelesen. Pardon, ich schwafele. Aber ich habe ziemlich viele Agatha Christie Bücher schon gelesen.
Und zudem das Verbrechen ist meine Leidenschaft. Dafür, dass wir keine Beginn sind, wir extreme gute Kleptomanen. Ich meine, wir haben eine Fliese und einen Topf gestohlen. Also, wie ist Ihr Name? Pierre Michel, Mademoiselle. Ich habe Ihren Namen auf Berichten gesehen. Sie gelten bei der Gesellschaft als äußerst zuverlässig. Danke, Mademoiselle Marceau. Ich bemühe mich immer, meinen Passagieren stets zu dienen. Dann bemühen Sie sich jetzt, Pierre. Vielleicht könnte Monsieur für den Anfang seiner Reise im Salonwagen sitzen. Geben Sie Monsieur Poirot bitte Abteil 16. Es ist besetzt, Mademoiselle. Aber Abteil 16 wird immer für solche Notfälle reserviert. Nichtsdestotrotz. Heute Abend ist es von einem amerikanischen Herrn besetzt. Von einem Monsieur Hartman. Das hört sich nach einem Mann an, der nicht mit sich spaßen lässt. Wir müssen ein Abteil für Monsieur Poirot finden. Mademoiselle, wenn ich ein zusätzliches Abteil herzaubern könnte, würde ich es tun. Nicht frech werden. Geben Sie mir bitte Ihre Passagierliste. Das ist ziemlich frech. Ich habe einen Plan des Kurswagens Calais mit allen Passagieren extra angefertigt. Sie können ihn gerne haben. Warum tun Sie das, Mann? Ich meine, ja, ziemlich nett und praktisch für mich, aber trotzdem. Wie Sie sehen, ist jedes Abteil besetzt. Es gibt noch freie Betten. Nur zwei. Im Abteil von Mr. McQueen, der nur eines gebucht hat. Und in Mademoiselle Olsens Abteil, wobei ich kaum glaube, dass Monsieur Poirot... Non merci. Nichts läge mir ferner. Natürlich. Das reicht mir schon, Pierre. Boah, also bei der Olsen will ich auch nicht in ein Zimmer teilen müssen. Das wäre für mich ein Albtraum. Da. Okay, das hilft mir nicht viel. Ja. Na gut, ich gebe ihm einfach mein Abteil. Was schadet's? Geben Sie Monsieur Poirot mein Abteil. Ich werde es mir im Salonwagen bequem machen. Mademoiselle, davon will Poirot nichts hören. Ich bestehe darauf. Ich werde die Eisenbahngesellschaft nicht in Verlegenheit bringen. Wenn ich Sie schon ausquartieren muss, sollen Sie wenigstens das Abteil mit Mademoiselle Olsen. Nein! Sie wird sicher nichts dagegen. Nein! Haben, wenn Sie von Ihrem Opfer. Ich will nicht! Nein, wirklich. Das ist nicht nur. Ja! Poirot hat gesprochen. Die Sache ist... Nein! Ich werde sofort mit der Dame sprechen. Aber ich will nicht mit ihr in einem Bettzimmer liegen müssen. Also ein Bett teile ich ja nicht mit ihr, aber ein Zimmer und das will ich trotzdem nicht. Ach ja, sowohl das Buch als auch das Spiel besteht aus drei Teilen. Und jetzt beginnt der erste Teil, die Tatsache. Bei und dann gab es keines mehr, war es in 10 Kapitel geteilt und hier sind es halt nur drei Teile unter Anführungszeichen. Nein, das Spiel... das Buch so aufgebaut ist, finde ich eigentlich gut, dass es auch so übernommen wurde ins Spiel. Die Musik ist irgendwie verräterisch. Hey, eine Statue. Sollte die nicht im Gepäckwagen sein? Was hat die hier draußen verloren? Aber wie Sie schon sehen können, die Grafik hat sich deutlich verbessert. Also ich bin richtig beeindruckt, dass sich das so schnell verbessert hat. Weil, wie lang? Ich glaube 2 Jahre Unterschied. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Zeitunterschied zwischen den beiden Spielen ist, aber ja, es hat sich verbessert, deutlich verbessert. Darf ich Sie bitten, mir eine Flasche Mineralwasser ins Abteil zu bringen, bevor ich mich für den Rest des Abends zurückziehen werde? Wird erledigt, Eure Durchlaucht. Zum Dinner hätte ich gerne Huhn, aber ohne Soße. Und außerdem gedünsteten Fisch. Ich bedauere sehr, Eure Durchlaucht. Huhn und Fisch haben wir nicht auf der Speisekarte. Oh, ist er der Chefkoch auf dieser Reise? Dieser Deutsche? Ja, Eure Exzellenz. Die Küche von Monsieur Klaus wird in ganz Europa gerühmt. Mhm. Finden Sie. Dann hätte ich gerne Lamm. Aber natürlich auch ohne Soße. Um Geschäfte zu machen, muss man groß einsteigen. Richtig, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Bei Autos gibt es einfach keine halben Sachen. Das Steak ist ausgezeichnet. Das Schweinefleisch schmeckt auch sehr gut. Ich denke, wir kennen uns noch nicht. Ja, wir kennen uns noch nicht. Das stimmt. Du isst ja gar nichts, Schatz. Ich habe heute Abend keinen Appetit. Womit habe ich es verdient, dich gefunden zu haben? Du hast mich gefunden? Vorher bin ich über 3 Kontinente hinter dir hergejagt. Ist die Statue im Gepäckwagen, Hector? Ja, ich habe gesehen, wie sie verladen wurde. Sie waren sehr vorsichtig. Mhm.
Naja, das würde ich auch empfehlen. Wenn sie beschädigt ist, dann werde ich vielleicht bald Besitzer einer Eisenbahn sein. Sind Sie beruflich oft mit dem Zug unterwegs, Mademoiselle? Ja, das kann man so sagen. Sie scheinen das Glück gepachtet zu haben. Nein, ich würde lieber fliegen. Oh, mais non. Das wäre nichts für mich. Diese Flugzeuge, die plötzlich die Höhe verändern und dann dieses Hin- und Hergewerfe der Passagiere durch das unberechenbare Wetter. Très mauvais. Non. In der Geschäftswelt ist die Geschwindigkeit oft wichtiger als Komfort, Monsieur. Hier geht's um mehr als nur Komfort. Diese Züge eignen sich sehr für Romantik und Intrige. Hier finden Sie Menschen aller Gesellschaftsschichten und Altersgruppen. Sie schlafen und essen unter einem Dach und können sich nicht ausweichen. Und spätestens nach 3 Tagen trennen sich ihre Wege und sie sehen sich vielleicht nie wieder. Und der erfahrene Detektiv hat für eine kurze Zeit die Gelegenheit, die Mitreisenden in Ruhe zu studieren und zu beobachten, welche Geschichten sich da vor seinen Augen abspielen. Sagen Sie mir, was Sie alles sehen. Sie mir aber auch, Mademoiselle. Wir machen daraus ein kleines Spiel, nicht wahr? Jetzt beginnen schon wieder so viele Dialoge. Aber es ist besser als bei und dann gab es keines mehr. Es sind weniger Dialoge zum Glück. Man muss stets Augen und Ohren offen halten. Wenn Sie an der Tür eines beliebigen Abteils lauschen, wer weiß, was Sie erfahren werden. Aber Monsieur Poirot, das wäre unschicklich. Unschicklich? Wer das Verbrechen studiert, muss auch die menschliche Natur studieren. Ich werde es illustrieren. Mademoiselle Marceau, Sie sitzen allen anderen Passagieren gegenüber, während ich mit dem Rücken zu den meisten sitze und nur beim Hereinkommen meine Beobachtungen gemacht habe. Beginnen wir mit dem entferntesten Tisch mit den 3 Damen. Erzählen Sie mir etwas über sie. Nun gut, bevor wir dieses Spiel weiterspielen, werde ich den Part beenden, weil die 10 Minuten sind schon vorbei. Und ja, ich will nicht überziehen, weil ich habe nur 15 Minuten und bevor ich den Part 2 teilen muss, beende ich. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, Leute.